Moin und willkommen zurück zur nächsten Folge Factorio. Wir sind immer noch dabei, das Kupfer zu automatisieren, die Kupferverarbeitung. Und damit machen wir jetzt weiter. Ich hoffe, ich habe alles dafür, was ich brauche. Mittlerweile. Hier brauchen wir Arme. Unterführung habe ich die mittlerweile, ja. Erstmal das Kupferband fertiglegen. Kupferband. Das Kohleband. Nein. Stopp, 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 stopp. So. Wo ist die Unterführung? Da. Die geht von hier nach da. Und ich brauche mehr Fließbänder. Und mehr Eisen. Nein, die runter. Ja, nehmen wir halt alles. So, Fließbänder. Haben wir auch. Das kommt weg. Das geht hier rum wieder, genauso wie beim Eisen und hier lang. Sehr gut. Jetzt muss dann oben nur noch, habe ich noch, ja, und die setzen wir auch erstmal dahin, dahin und einen dahin. So. Na, gut. Wo bist du? Warum gibt's hier? Oh, ich sehe das Kabel nicht über den Kopf. Da. Da. Und da. So. So und so. Sehr gut. Somit läuft auch das Kupfer quasi. Noch eine Unterführung. Oh Gott, habe ich noch rote Arme? Ja. Das hätten wir auch. Unterführung. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh Gott. Nur noch drei gelbe Arme. Und drei. So, so, so. Und na. Sehr gut. Wieder die vier Arme und die vier Kisten. Und Strom. Stahlträger. Wow. Gut, Leute. Kupfer und Eisen laufen. Vielleicht sollte ich, wenn ich schon mal dabei bin, zwei habe ich ja noch. Auf jeden Fall schon mal für mehr Eisen sorgen.
Ja, was steht als nächstes an? Wissenschaftspakete 1 automatisch herstellen lassen oder nicht? Und dafür brauchen wir Kupferplatten und Eisenzahnräder. Ja, das wird sich ja wohl bewältigen lassen. Dafür brauchen wir Produktionsmaschinen. Wo sind die denn? Machen wir mal 10 Stück davon. Und obwohl, was brauchen wir für Fließbänder? Wo sind Fließbänder? Eisenplatten und Eisenzahnrad. Machen wir, das machen wir jetzt erstmal als erstes. Wir machen eine kleine Produktion. Zwei Maschinen oder so. Das heißt, ich baue schon mal zwei nach. Die erstmal Fließbänder produzieren. Produktionsmäßig produzieren. Kupfer staut sich hier schon bis hier, die eine Bahn zumindest. Das ist doch alles sehr gut. Kohle ist auch da. Oh, da sind schon zwei fertig. Fünf fertig. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an, zwei Maschinen hier hin zu knallen. Moment. Was? Eisenplatten und Eisenzahnräder. Das heißt, ich kann die Zahnräder direkt von der einen Maschine in die andere Maschine geben lassen. Moment mal. Fließband. Führe dich mal weiter. Gib mir mal eine Maschine. Oh, Platz dazwischen. Arme. Du machst Zahnräder, du machst Fließbänder. 1, 2, 3, was? Ich brauche noch einen Arm und mache mir meine Kiste. So, 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 so. Oh mein Gott! Ey, wenn das jetzt geht. Ich habe sowas noch nicht gemacht vorher. Ne, das geht. Ich glaube, ich war verrückt. Das ist ja geil. Wunderbar. Wunderbar. Gut, aus den restlichen. Mit den restlichen. Ja, aber es wird jetzt schon. Moment mal. Hört mal auf, hier Sachen zu klauen. Und du gib mir mal Fließ. Oh, geil. Geil. Ich find's gut. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, wir ziehen das hier weiter. Ja, wir machen mal nur 5 für die Zahnräder. So. 10 Arme brauchen wir. Boah, das ist ja super. Moment mal, ich habe letztens irgendwo gesehen im Internet, man kann das so begrenzen. Das ist auch eine sehr tolle Sache. Wie habe ich das gemacht? Ja, 3 Stacks sollten immer reichen, wa? Arme. Ja, genau. So. Da kommen gleich Zahnräder raus. Und aus Zahnräder und Kupferplatten. Genau. So, ihr hört mal auch auf, hier was zu klauen. Wir führen das Fließband auch weiter. Lassen das hier abknicken. Moment, noch ein und jetzt den. Lassen das da drauf laufen. Ich brauche noch einen blauen Arm.
Blaue Arm ist da. Mann, Mann, Mann. Die Folge ist auch schon wieder fast zu Ende. Man schafft hier nichts in 15 Minuten. Ist echt schlimm. So. Hier kommt Zahnräder raus, 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 raus. Zahnrad, Zahnrad, da. Wie war das? Man kann jetzt. Nee. Zack, 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 zack. Wenn man nämlich Shift gedrückt hält und rechte Maustaste drückt, kann man das Programm, was eine Maschine gerade macht, kopieren. Dann wird er so grün. Wenn man dann mit Shift gedrückt hält und linke Maustaste auf die anderen Geräte macht, übernehmen die das automatisch. Wunderbar. Und mit diesen anderen 5 Maschinen werden wir jetzt erstmal dann brauchen wir da mehr als 5? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall werden wir rote Flaschen herstellen und wir fangen. Na, wo fangen wir an damit? Ich glaube, wir fangen hier hinten an. 5. So, jetzt kann ich das auch nochmal zeigen mit den roten Fläschchen. Die sind jetzt da drinnen. Einprogrammiert. Rechte Maustaste und Shift. Linke Maustaste und Shift und alles wird automatisch übernommen. 10 weitere blaue Arme. Was sagt eigentlich meine Fließbandproduktion? Ha, wunderbar, ey. Wunderbar. Das ist echt super geworden. So, hier kommen rote Fläschchen raus. Hier unten sind die Labore. Die baue ich mal ab und setze die anders hin. Und ich baue am besten gleich noch ein paar mehr. Labore. Ich brauche Eisen. Moment, wie viel habe ich jetzt im Inventar? Wo sind die Labore? 4. Also noch zack, zack. So. Nee, 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 was mache ich denn? Das wird doch so nichts. Gut. Habe ich mittlerweile Arme? Habe ich. Wunderbar. So. Die Fläschchenproduktion kriegen wir noch zum Laufen in dieser Folge. Und in der nächsten Folge wird es darum gehen, die Fläschchen zu den Laboren zu bringen und die alle miteinander zu verdrahten quasi, zu verbinden und die automatisch beliefern zu lassen. So. Es wird auch wieder hell. Das ist wunderbar. Nochmal eben einen Rundgang machen und klein. Ach, hier hinten ist ja auch noch eine Kupferproduktion. Die kann mittlerweile eigentlich auch weg. Stein. Ach, ich weiß nicht. Soll ich da Kohle rein tun? Ich tu da Kohle mal rein. Komm. Mach voll die Kiste. Ach ja. So, Leute. Nach dieser Aufräumaktion hier und Kontrollgang beende ich die jetzige Folge. Ich werde noch ein paar weitere Folgen aufnehmen, mindestens 2, und dann werden wir mal sehen, wie weit wir in dieser Aufnahmesession kommen. Was sagt eigentlich der Strom? Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus, oder nicht? Gut, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen.
Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst bitte einen Daumen da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und reingehauen.